Schau an, schau an, schon wieder ein Hohlweg. Ja, du hast recht, das sieht so aus. Aber hier kannst du nicht holen bezüglich verlassener Straßen, bezüglich verlassener Plätze. Das ist kein Hohlweg. Das ist ein Zeuggraben. Und zwar zwischen Gebirge und gelobtem Land. Gelobt Land. Zwischen Gebirge und gelobtem Land? Ja, 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 ein Zeuggraben. So was gibt es wirklich. Und hier kann ich schon zeigen, da steht es sogar dran, die da. Du musst ein bisschen gucken. Verlassener Platz auf jeden Fall. So, wir sind jetzt auf der Bahnhofstraße 21, das darf aber niemand wissen, weil wegen Datenschutz. Ja, in der Nähe vom Bahnhof, ja, und immer uns zum Wanderweg begeben, hier heute an der Freiberger Mulde. Auch ein Lost Place, eine verlorene Stelle, ein verlorener Ort. Also nicht nur an der Zwickauer Mulde, an der Freiberger Mulde, auch solche Stellen. Dann sehen wir, du bist ja in der Augenweide. Ach, was? Nee, nee. Ich weiß schon, worauf du wieder anspielst. Auf die Weide, auf die Bruchweide. Das ist ein typischer Vertreter der Muldenaue. Wir sind hier heute Freiberger Mulde heute mal. Durch das Hochwasser so zersplittet, aber die Seitentriebe, das wurzelt dann wieder. Weitergehen oder willst du hier auch noch anwurzeln? Also ich dachte, es kommt wieder ein Spruch von dir, sowas in der Art. Dass die Bäume auf alten Bildern so jung aussehen und auf neuen Bildern so alt. Aber das ist bloß bei den Bäumen so. Ich dachte, sowas in der Art kommt wieder. Naja, das geht in Bäumen wie in Menschen. Naja.